von meiner Tour. Ja, also das wird ein ziemliches Freischnauze-Video, weil ich mir einfach denke, ihr habt jetzt knapp 3 Monate lang nichts mehr von mir gehört. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Und falls ihr euch wundert, warum aus dem Auto, ganz einfach. Ich bin gerade unterwegs, erst zum Zogenkow Remscheid, da nach dem Hardscape fürs neue großes, für mein neues 150er zu gucken und am besten Fall auch zu kaufen. Und danach kommt eigentlich der wahre Grund, warum ich nach da oben fahre. Und zwar fahre ich nach Dortmund. Ich fahre zu den Aqua Expo Tagen und werde auch wahrscheinlich einen kleinen Abstecher bei JP machen. Und ja, herzlich willkommen, hier ist schon wieder eine Baustelle. Was wären deutsche Autobahnen ohne Baustellen? Ja, zurück zum Thema. Ich fahre zu den Aqua Expo Tagen. Das wird allerdings jetzt nicht das Hauptthema dieses Videos. Das hier soll einfach ein kleines Freischnauze-Update werden. Ja, ich denke mal 10, 12 Minuten lang maximal. Worum es einfach geht, warum so lange nichts kam, was war los, was habe ich getan in der Zeit, was hat sich vielleicht auch verändert in der Zeit, weil selbst auf Instagram war ja Totenstille bei mir. Ja, auch zu dem Thema, das wird sich jetzt auch schnellstmöglich wieder ändern. Ich werde jetzt dieses Wochenende, während ich auf der Aqua Expo bin, wieder anfangen, regelmäßig Uploads zu machen. Ich weiß noch nicht, ob es Daily Uploads werden oder ob es alle 2 Tage wird, das werde ich sehen. Videos sollten aber in Zukunft wieder spätestens alle 2 Wochen kommen. Jetzt kommende Woche werden dann wahrscheinlich 2 Videos erscheinen. Einmal das Update-Video und das, ja, das Aqua Expo-Video letztendlich. Was war bei mir los? Fangen wir doch einfach mal am Anfang an. Juli kam ja das letzte Video. Danach war dann leider eine Phase, wo ich beruflich sehr chaotisch unterwegs war. Das bin ich auch immer noch, das gebe ich zu. Wo viel im Privatleben passiert ist, wo viel Chaos ist, meine anderen Baustellen geklärt werden musste, sodass ich hier an der Stelle wieder sinnvoll weitermachen konnte. Dann im August, also sorry für die Wackler, die Kamera steht auch so halt auf dem Stativ im Beifahrerfußraum. Im August stand dann fest, okay, wir ziehen um. Also wir heißt ich und mein WG-Mitbewohner. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, dann war natürlich das Chaos. Wie mache ich es mit den Aquarien? Was mache ich mit den Aquarien? Und die neue Wohnung musste natürlich auch bezugsfertig gemacht werden. Sprich, ich habe Böden verlegt, ich habe gestrichen, ich habe auch teilweise Strom verlegt, um einfach die Aquarien wirklich an die Stellen zu bringen, wo ich sie auch haben wollte. Das war dann alles ein gewisser Aufwand. Damit hat sich eigentlich mein August gefüllt gehabt. Ich hatte dieses Jahr auch nicht wirklich Urlaub. Es kam dann noch dazu, dass ich natürlich dadurch auch nicht wirklich Zeit hatte, irgendwie Videos zu produzieren. Ich war dann Ende August noch während der Umzugsphase letztendlich, also während das Ganze schon mehr oder weniger in trockenen Tüchern war, war ich dann noch in Wien bei Rammstein und habe da einen kleinen Städtetrip gemacht. Da wollte ich eigentlich auch ein Video aufnehmen, als ich bei Garnelaxia war und als ich bei Liquid Nature war. Ist leider auch nichts draus geworden, einfach aus dem ganzen Chaos heraus. Deshalb, ja, blöd gelaufen sozusagen. Aber deswegen gebe ich euch ja jetzt ein Update. Dann, ja, war es auch schon Ende August. Es stand fest, okay, wir haben jetzt noch eine Woche, dann muss alles umgezogen sein. Das größte Chaos war das Mainscape, also das Wohnzimmerscape des 150er. Weil das Ding war halt selbst ohne Wasser, also nur noch mit Hardscape, Bodengrund und Pflanzen, hat das Ding immer noch roundabout 250 Kilo gehabt. Und das durch einen ziemlich schmalen Gang. Ja, sagen wir mal so, ich war ein bisschen optimistischer, als ich hätte sein sollen. Und dann, ja, kam der Umzug. Die anderen Becken gingen alle relativ leicht. Das war alles gar kein Thema. Und ja, dann sind wir umgezogen. Dann war natürlich auch erstmal wieder
Möbel rücken und Möbel wieder einräumen und Möbel umräumen, neue Möbel kaufen. Ja, wie das halt so ist beim Umzug, das kennt, glaube ich, jeder. Dann war das so langsam alles, oder ist jetzt so langsam alles wieder in geregelten Bahnen nach einem starken Monat. Deswegen kann ich jetzt mich auch wieder auf so Sachen konzentrieren. Mein neues Aquascaping-Studio in meiner Wohnung ist auch annähernd fertig. Also das wird eine neue, geile Kulisse. Da wird es demnächst auch mal ein paar schöne Bilder geben davon. Also am besten mal auf Instagram vorbeischauen. Ja, was lässt sich dazu noch sagen? Wie gesagt, da ist so langsam alles fertig. Das Ganze nimmt Gestalt an. Es fängt an, wieder alles zu funktionieren. Ich hatte dann noch ein paar Schwierigkeiten mit manchen Becken. Weil, ja, klar nutze ich eine Osmoseanlage, aber Standort und Sonneneinstrahlung durch Fenster, so Themen waren natürlich dann alles auch immer noch mal eine Frage. Wie klappt das? Wird es klappen? Und ja, dann hatte ich eine kurze Algenphase in zwei Becken. Ich habe leider bei meinem Kampffisch, also bei der Wabikusa War, habe ich leider auch jetzt gerade Cyanobakterien, was mich auch ein bisschen annervt. Aber naja, das kriegen wir auch alles wieder irgendwie hin. Und dann wird auch das Becken wieder stabil laufen. Das Big 60, da gab es ja bisher immer noch nur das Hardscape-Video. Das liegt einfach daran, dass der Content, den ich da beim Bepflanzen gefilmt habe, das war der erste Content, den ich mit der Kamera gefilmt habe. Das ist alles ein bisschen scheiße gelaufen, das hat alles nicht so richtig geklappt und ich war sehr unzufrieden mit der Qualität, die ich letztendlich an euch hätte abliefern können. Deswegen wird es das auch nicht geben. Allerdings wird es jetzt natürlich vom 150er, vom Rescape, ein riesen Video geben, beziehungsweise zwei Videos oder drei Videos sogar, weil das natürlich ein gewisser Arbeitsaufwand, das ist dementsprechend groß. Und ja, deswegen werde ich gucken, dass ich das auf zwei oder drei Videos verteile. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich bin, wie gesagt, jetzt unterwegs zu den Aqua-Expo-Tagen und zum Zoo in Remscheid, zum Hardscape kaufen, eventuell eine neue Lampe, dass ich einfach, ich habe jetzt gerade eine relativ leistungsschwache Lampe auf dem Becken. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen unzufrieden, eigentlich damit weiterzumachen, weil ich kriege damit einfach nicht die Pflanzen wirklich gehalten, die ich gerne hätte. Und das will ich ändern, ganz einfach. Weil ich will nicht meine Pflanzenwahl nach meiner Hardware aussuchen, sondern ich will eine Hardware haben, wie auch beim Big 60 mit der Daytime oben drauf, wo ich so viel Leistung habe, dass ich jederzeit klar drosseln kann, aber trotzdem mir keine Gedanken machen muss, ja, scheiße, klappt die Pflanze jetzt oder wird das nichts? Ja, das ist eigentlich so das kleine Roundup. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es wird jetzt auf der Messe, wird es auch auf Instagram, wie gesagt, wieder Updates geben. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich nur heute hochfahre, also wir haben heute Samstag, den Tag 2 der Messe, oder ob ich noch ein Tag dranhängen. Also das werde ich heute Abend spontan entscheiden. Ich habe optional Übernachtungssachen und alles dabei, dass ich hier dort bleiben könnte. Heute Abend geht es dann auf jeden Fall zu JP, nett Burger essen, weil ja, das ist so meine andere Leidenschaft. Also nicht essen, doch essen eigentlich schon auch, sieht man mir ja auch an. Aber Autos und Performance, deswegen ist das Video wahrscheinlich auch so ein bisschen verwackelt, gerade wegen Performance Cars, weil mein Mini ist, ja, ich würde schon sagen, ordentlich tief. Dementsprechend hart. Und ja. Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich wünsche euch damit ein schönes Wochenende. Macht's gut. Einen schönen Abend, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Ich schaue eigentlich, dass das am Sonntag online geht, sodass ihr da schon mal wisst, was los ist. Und ich denke, Mittwoch oder Donnerstag wird es dann das Aqua Expo Video geben.